Salve! Mein Name ist Christian Schlegel und Sie schauen sich diesen Clip an, weil Sie etwas über Gold erfahren wollen. Wir haben Dienstag, den 11. Juni, es ist 17.16 Uhr. Wie gesagt, in diesem kleinen Clip geht es hier um Gold. Und vor euch liegt nicht etwa der Tageschart, das ist der Wochenchart, sprich eine Kerze, eine Woche. Und da seht ihr, an welchem Niveau wir uns hier momentan befinden. Das kommt also hier aus 2013. Dieser ganze Bereich von 1350 hoch bis zu 1480 ist, das ist eine fette Barriere. Das ist so oft getestet. Ja? Das heißt nicht, dass es da nicht mal durchgeht, aber es ist, ihr solltet es einfach euch visualisieren, was das hier für ein Bereich ist. Wie gesagt, seit 2013, also rund 6 Jahre altes Hoch, Plateau, wie auch immer. Die Technik, von der technischen Seite her, auf Wochensicht, ist nach wie vor in Ordnung. Ich nehme es mal ein bisschen näher ran. Mir ging es hier hauptsächlich darum, dass ihr mal seht, was das für ein Bereich ist. Es ist in Ordnung über das MACD, moderne, traditionelle Sichtweise, alles fein, Stochastik, alles fein, gibt es nichts zu meckern. Dass der Wert nach so einem Anstieg hier auch mal ein bisschen korrigiert, das war die letzte Woche und das ist jetzt hier Montag, Dienstag, ist halte ich für völlig in Ordnung. Aber gehen wir mal auf den Tag, vielleicht finden wir da ein bisschen mehr. Fangen wir mit der Technik an. Das MACD ist jetzt hier schon leicht negativ. Das ist einfach überfordert bei solchen Bewegungen. Und genau das Gleiche finde ich auch im Oszillator. Beides ein bisschen negativ. Was hinzukommt, ist, dass das der Bewegung nach oben entgegengesetzte Band noch nicht die Richtung ändert, aber sich nicht mehr weiter öffnet. Das heißt für mich, der Wert bremst sich ein. Jetzt mache ich mal hier das Fadenkreuz raus. Wir haben hier auf kurze Sicht dieses Doppeltop, einmal hier und dann kommt natürlich hier dieser gesamte Bereich hoch bis 1375. Wir haben seit dem letzten Film eine ganz erstaunliche Rallye gemacht. Ich dachte, dass der Bereich zwischen 1260 und 70 ist ein ganz guter Support. Dann sind wir mal kurz zu 1300 hoch, nochmal runter, das Sprungbrett benutzt und dann durch. Das ist schon eine für das Gold, was eigentlich relativ lethargisch lag in den letzten Wochen, Monaten, ja, wenn nicht gar Jahren, ist das eine ordentliche Wegstrecke innerhalb von ein paar Tagen. Das sind ja keine 10 Tage hier. Da kommt es von 1275 hoch auf rund 1350. Das ist viel. Das ist richtig viel. Egal wie. Da sind jetzt also die Momente einmal hier über das MACD, einmal hier über die Stochastik, als auch über das Bollinger Band, dass es sich ein bisschen einbremsen tut. Und danach haben wir halt diesen ganz, ganz fetten Anfangs des Films angesprochenen Bereich hoch bis zu 1380. Also so einfach wird es nicht, den da oben rauszunehmen. Da muss schon irgendetwas Besonderes passieren. Was auch immer das sein kann, da möchte ich gar nicht mutmaßen. Ich vermute, oder vielmehr, ich würde damit rechnen, dass wir uns noch ein bisschen ausruhen. Dass wir noch einmal Kontakt aufnehmen mit der 20-Tage-Linie, die springt momentan so ganz grob zwischen 1,5 und bald 3 Dollar pro Tag nach oben. Die gleitenden Durchschnitte sind ja positiv. Ich kann mir das vorstellen, dass wir uns irgendwo hier so bei 1310 nochmal treffen. Ich glaube persönlich nicht, dass wir die 1300 jetzt nochmal sehen auf kurze Sicht. Kann ich mir so nicht vorstellen. Dieser kurzfristige Downtrend, den wir hier haben, der ganz deutlich zu zählen ist, der gilt als überbrochen Seite 1300. Das war auch ein Trend, den man ziehen konnte über eine vertikale Linie hier. Also ich bin insgesamt, auch vor dem Hintergrund der wöchentlichen Technik, weiter positiv für das Gold, erwarte allerdings so in den nächsten 2-3 Wochen eher eine seitwärts oder leicht korrektive Phase, idealerweise bis zum Treffen oder Touchieren nochmal der 20-Tage-Linie. Für Short gehen ist mir das zu wenig. Muss ich ehrlich sagen, ich habe da nicht mehr so, das sind vielleicht 15, wenn es hochkommt, 20 Dollar nach unten. Und zum Long gehen ist es zu früh. Ich nenne ihn trotzdem schon 2 Scheine für die Watchlist. Ich halte es nämlich für wichtig. Und da haben wir sowas hier. Das ist ein 1273er Open End. Da sind wir also 10 Dollar höher als die 200-Tage-Linie. Da sind wir ungefähr hier. Den finde ich durchaus interessant, hat momentan einen Hebel von 25. Das ist die GA0LM9 von Goldman Sachs. Wie gesagt, Open End ändert also jeden Tag so eine Basis nach oben ein bisschen, da aufpassen. Aber das wäre ein schöner Schein für die Watchlist. Gucken wir mal nach dem Put. Ich möchte die Puts höher ansetzen. Ja, erinnern Sie sich bitte an diesen Bereich hier. Ja, und auch hier mit einem 25er Hebel komme ich auf sowas hier.
Das sind 1378er. Wie gesagt, mir ist das zu wenig, was er hier als Risiko hat. Als Risiko, was der Goldpreis fallen kann oder als Potenzial, was der Schein nach unten machen kann. Aber ich möchte den gern für die Watchlist nennen. Das ist dieser hier, 1378er, hat auch einen 25er Hebel und ist von Goldman Sachs die Kennnummer GT4WUC, Waltraud Udo Cäsar. GT4WUC. Auf jeden Fall langsam erwacht das Gold aus diesem Dornröschenschlaf und da kommt mehr Volatilität rein. Das gefällt mir gut. Ich glaube, da kann man schöne, schnelle Trades mitmachen, die 20, 30 Dollar nach oben oder unten bedeuten. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.